Ja, hallo, mein Name ist Thomas Hauptmann, ich bin Geschäftsführer und Mitgründer von Dotori.de. Das ist ein Online-Editor für OER. Gegenüber Lehrern sagt man auch einfach nur Online-Editor, weil OER halt noch so ein Thema ist, was wir noch platzieren möchten. Wir möchten dazu beitragen. Deswegen kurz zur Wiederholung, was ist Dotori eigentlich? Es ist so aufgebaut, dass man halt keinen Text bearbeitet und mit Cursor irgendwas schreibt, dann formatiert, sondern dass einzelne Drag-and-Drop-Bausteine mit verschiedenen Funktionen auf dem Blatt gezogen werden und mit Inhalt gefüllt werden. Das können Bilder sein, das können Textfragmente sein, das kann alles sein, was wir sozusagen in diesem Bausteinkasten anbieten. Und diese einzelnen Fragmente werden dann von den Personen, von den Urhebern entsprechend lizenziert und können, wenn alles auf dem Blatt lizenziert ist, auch veröffentlicht werden. Das heißt, unser Hauptfokus ist wirklich auf Dokumente, die in Zukunft auch interaktiv werden sollen. Im Nebenbei entsteht dadurch eine freiwillige Datenbank von OER, die hoch individualisiert ist quasi und auch von jedem Nutzer, der auf Tutorial angemeldet ist, in dem Fall weiterentwickelt werden kann. Das heißt, man kann jedes Arbeitsblatt nehmen, entsprechend anpassen und für seine eigene Klassensituation anpassen. Und wie das in den letzten 2 Jahren gewesen ist, sind knapp 2 Jahre, wir sind im Februar 2016 gelauncht, möchte ich dann kurz ein paar Statistiken zeigen, weil ich Statistiken so gerne mag. OER wird tatsächlich von den Menschen, die sich bei Tutori registrieren, als ein ganz geringer Grund angegeben dafür, warum sie die Plattform eigentlich nutzen. Grund dafür kann sein, dass wir es nicht aktiv vermarkten. Und ein Stück weit steckt auch in rechtliche Sicherheit das Bedürfnis dahin, Lizenzen zu verwenden, die vielleicht offen sind. Aber im Grunde sieht man dadurch, dass in der Masse sozusagen noch durchaus was getan werden müsste, um OER breiter zu machen. Wir haben aktuell ca. 5.300 Nutzer, Tendenz wachsend. Man sieht auch in den letzten 3 Monaten, dass das grundsätzlich zugenommen hat. Ich muss mal kurz gucken. Eigentlich sind sie weiß gewesen, meine Folien. Tut mir leid, wenn es so ein bisschen von dem Kontrast her nicht passt. Lehrende sind tatsächlich die größte Gruppe von Personen, die sich bei uns anmelden. Dicht gefolgt von Studierenden, Referendaren und auch ein bisschen Verwaltung ist dabei und von anderen Fachbereichen tatsächlich auch. Bei Fächern ist die größte Gruppe die Gruppe der Deutschlehrer, dicht gefolgt von Mathematik, Englisch und dann tut sich das weiterentwickeln, wie es halt typischerweise sich auch allgemein verteilt. Wie ist aber nur mit den OER? Man sagt ja, die 90-9-1-Regel von Nutzern im Internet, 90% konsumiert nur, 9% gestaltet mit und die 1% sind die Innovatoren wirklich. Bei uns ist es etwa ähnlich. 5% der Materialien sind tatsächlich öffentlich, der Rest ist im privaten Bereich. Zum Teil sind da sehr tolle Materialien dabei, die allerdings noch nicht veröffentlicht wurden. Zum Materialwachstum in den letzten anderthalb Jahren. Es ist so, dass man so ein bisschen die Sommerferien auch merkt. Da wird natürlich nicht so viel gemacht. Tendenz ist aber auch hier, sieht man in den letzten 3 Monaten vor allen Dingen wieder, wo es losgeht, wiederum steigend. Die Anzahl der veröffentlichten Dokumente pro Nutzer verteilt sich dermaßen, dass wir haben wirklich diesen Outlier, Nutzer, den man auch sehr leicht findet, der schon über 350 Dokumente auf Tutorial veröffentlicht hat. Danach kommen die nächsten, die halt maximal 60 gemacht hat und so zieht sich das wie so ein Hockeystick durch, was man halt eigentlich auch von Wikipedia kennt und von typischen anderen Plattformen in diese Richtung. Möchte kurz darstellen, welche Lizenzen auf öffentlichen Dokumenten verwendet wurden. Allen voran ist da die CC BY-SA-Lizenz, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir halt Nutzer haben, die sehr viel Material machen mit CC BY-SA-Lizenz. Erklärungsbedürftig ist auch diese ohne Lizenz, dieser große Bereich. Und zwar ist es deswegen, dass Tutori selbst bewertet anhand einer kleinen Algorithmus, inwiefern ein Dokument nicht ein Lizenzbaustein lizenzierungswürdig oder schutzfähig ist. Und es deswegen zur Mehrzahl der Bausteine dazu kommt, dass die gar keine Lizenz brauchen tatsächlich, weil die an sich nicht schutzbedürftig sind. Und daher ist dieser große Bereich ohne Lizenz auch nicht unpraktisch, weil das sind im Endeffekt Mini-Werke, die in Gemeinfreiheit bleiben und was auch sehr praktisch ist, weil dadurch kann ich natürlich sehr viel damit machen. Fachlich gesehen teilt sich das Material ähnlich auf wie die Lehrer tatsächlich. Es gibt die meisten deutschen Materialien, obschon es tatsächlich die Politiklehrer sind, die am aktivsten sind von den Lehrern, die auf unserer Plattform sind, dicht gefolgt von Medienpädagogen, aber auch von DAZ und DAF-Lehrern. Und das war ein kurzer Überblick. Es gibt noch viel zu tun und wir freuen uns auf die nächsten Jahre. Vielen Dank.